hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier heute in Garz auf Rügen, also im Süden der Insel. Und Rügen im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns liegt in der Vertriebsregion, die ich, Christina Dibbern, betreue. Ich betreue die Kreise Rügen, Nordvorpommern und Demmin. Und wir haben hier am 24. April in diesem Jahr eine Sortendemo angelegt im Sortiment von der Siloreife S200 bis 260. Ja, ich möchte jetzt einmal ein paar frühe Sorten vorstellen. Wir fangen jetzt an mit der P7460, eine neue Sorte, die für die Doppelnutzung zugelassen ist. Ein reiner Zahnmais, also ist der früheste reine Zahnmais, den wir im Doppelnutzungsbereich haben, also sowohl als Silo als auch als Körnermais. Und ja, die Sorte zeichnet sich aus durch ein hervorragendes Stay Green, das heißt, sie bleibt sehr lange reif, während der Kolben schon abreift. Ja, hervorragende Standfestigkeit und jetzt die ersten Erfahrungen mit der Sorte haben uns gezeigt, dass wir auch unter Trockenheit mit der Sorte hohe Erträge haben, eine sehr gute Kolbenausbildung und die Sorte hat auch eine gute Jugendentwicklung. Gehen wir weiter zu der P7524, auch eine Sorte im frühen Bereich, ein Hartmais ähnlicher Typ und die Sorte 7524 ist eine etablierte Sorte bei uns. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser Sorte. Ein großrahmiger Typ, Siloreifezahl 200 und Körnerreifezahl 210. Meine Empfehlung hier für die kühlen, nassen Standorte. Die P7515, eine meiner Lieblingssorten. Ein qualitätsbetonter Typ. Wir haben hier die Siloreifezahl 220, Körnerreifezahl 210. Auch ein reiner Zahnmais zugelassen zur Doppelnutzung und in Mecklenburg-Vorpommern empfohlen für den Körnermaisbereich. Auch bei dieser Sorte haben wir auch hier eben in diesem Gebiet oder in meinem Vertriebsgebiet habe ich mit der Sorte sehr gute Erfahrungen gemacht, auch unter Trockenheit. Erzielt die Sorte gute Erträge, bildet auch einen Kolben sehr gut aus und hat auch eine sehr gute Jugendentwicklung. So, und jetzt möchte ich noch einmal zeigen, wie man im Feld den Erntezeitpunkt ermitteln kann, beziehungsweise wie man schätzen kann, wie weit der Mais eigentlich schon ist, damit wir den optimalen Erntezeitpunkt erreichen, um alles an Stärke mitzunehmen, was wir haben. Wir wollen, dass der Zucker in Stärke umgelagert wird. Das ist das, was uns Energie bringt. Gerade für mich, für Betriebe, besonders wichtig. So, jetzt hole ich einmal eine Pflanze. So. Also, wie schätzen wir jetzt den Abreifezeitpunkt? Also, wir legen uns erstmal die Pflanze hin. Machen den Kolben ab. So. Wir werden jetzt als erstes den Trockenkolbenanteil schätzen. Gut, den Kolben legen wir jetzt daneben und schauen uns das einmal an. Wir wissen ja, grob 50% der Gesamt-TS werden vom Kolben gemacht. Jetzt schauen wir uns das einmal hier an und schätzen das. Sind es 40, 50 oder 60%? Ich würde es mit 50% beurteilen. Gut, das merken wir uns jetzt einmal. Dann nehmen wir uns die Restpflanze, die wir ja ungefähr am ersten Knoten geschnitten haben. Etwa 30 bis 40 cm oberhalb des Schnittes, also etwa hier. Knicken wir die Pflanze einmal durch, drehen sie einmal. Okay, und wir sehen jetzt, es tropft noch was raus. Das heißt, wir haben in der Restpflanze etwa 18% TS. Das merken wir uns jetzt auch. Dann nehmen wir uns den Kolben, brechen ihn in der Mitte durch, schauen uns den Kolben einmal an und drücken dann mal auf ein Korn und schauen, wie weit ist das. Okay, spritzt noch. Na, man kann auch mal drauf beißen. Also ist auf jeden Fall noch weich, schmeckt auch noch nicht so ganz reif. Und ja, und jetzt wissen wir, wenn wir eben einmal gucken, ne, das sind unter 35% TS im Kolben. Und mit diesen ganzen Werten
Haben wir jetzt eine Tabelle, in der wir nachgucken können? In der Tabelle haben wir jetzt hier einmal die Kolben-TS und hier den Trockenkolbenanteil 40%, 50% und 60%. Und der Trockenkolbenanteil ist jeweils nochmal unterteilt in TS in Restpflanze mit 18%, 24% und 28%. Und wir hatten den Trockenkolbenanteil geschätzt auf 50%, deswegen sind wir jetzt hier in diesem Bereich. Und die TS in der Restpflanze haben wir auf 18% geschätzt, weil wir noch Saftaustritt hatten. Und die Kolben-TS haben wir auf 35% TS geschätzt oder vielleicht sogar noch einen Ticken darunter, weil wir eben noch Saftaustritt hatten. Und dann sind wir insgesamt bei 23,8% Gesamt-TS angekommen. Und, ganz vergessen, wir wollen, um den optimalen Erntezeitpunkt zu ermitteln, zu erreichen, um möglichst viel Stärke in der Silage zu haben, wollen wir in diesem Bereich hier. Ne? Weil da ist dann wirklich alles an Stärke eingelagert, was geht. Und damit verabschiede ich mich jetzt und hoffe, dass Sie einen guten Einblick hier in die frühen Sorten an diesem Standort bekommen haben und sage bis bald.